Hallo, heute mal ein kleines Video zum Thema Jubiläen, speziell bei Sportveranstaltungen. Da kommt es oft vor, dass man beispielsweise bei der 10. Veranstaltung den Werbespruch liest: 10 Jahre. Wollen wir mal gucken, ob das stimmt. Man fängt an, der Premiere, ganz klar, erste Veranstaltung. In der Regel wiederholt man das im jährlichen Rhythmus, in den meisten Fällen auch ohne Unterbrechung. Man hat also dann im Folgejahr die zweite Veranstaltung, im darauffolgenden Jahr die dritte Veranstaltung und so weiter, bis man irgendwann bei der 10. Veranstaltung angekommen ist. Nun haben wir zwischen der Premiere und der zweiten Veranstaltung ein Jahr. Genauso zwischen der zweiten und dritten Veranstaltung ein Jahr. Das setzt sich fort. Wir haben aber hier schon klar erkannt, zwischen der ersten und der dritten Veranstaltung liegen 2 Jahre. Das heißt, in der Fortsetzung bei der 10. Veranstaltung, zwischen der Premiere und der 10. Veranstaltung liegen nur 9 Jahre. 10 Jahre vergehen zwischen der ersten und der 11. Veranstaltung. Und die Jahre sind Abstände. Die Veranstaltungen sind Ereignisse. Die Abstände. Jahre sind immer eins weniger als die Anzahl der Veranstaltungen. Man sieht es eben schon am Anfang. Zwischen dem ersten und zweiten liegt ein Jahr. Das heißt, die zweite Veranstaltung ist ein Jahr hinter der Premiere. Und so ist dann bei der 10. Veranstaltung sind es auch nur 9 Jahre zwischen der Premiere und der 10. Veranstaltung. Das heißt, in den meisten Fällen stimmt die Werbung nicht. Es gibt natürlich einen Fall, in dem stimmen kann. 10. Veranstaltung, wir feiern 10 Jahre. Die erste Veranstaltung findet wie geplant statt. Ein Jahr später die zweite Veranstaltung. Alles noch im Plan. Ein Jahr später fällt leider ins Wasser. Die dritte Veranstaltung kann nicht im Folgejahr, sondern erst im Jahr darauf stattfinden. Dann haben wir zwischen der zweiten und der dritten Veranstaltung 2 Jahre. Dadurch haben wir dann auch zwischen der ersten und dritten Veranstaltung tatsächlich 3 Jahre. Ununterbrochen fortgeführt, kommen wir dann tatsächlich bei der 10. Veranstaltung auf 10 Jahre. Beim Zeitabstand. Anderer Sonderfall wäre, wenn man hier intern ein Jahr vor der Premiere einen Testlauf gemacht hätte, dann könnte man kreativerweise dieses Jahr mitzählen, um dann auch wieder hinzukommen, bei der 10. Veranstaltung 10 Jahre zu feiern. Ist insofern nicht so günstig, weil der Teilnehmer von diesem internen Testlauf nicht unbedingt was weiß. Der ist in der Veranstaltungshistorie nicht so präsent, wenn überhaupt. Deswegen ist die Aussage in den meisten Fällen falsch oder irreführend. Und selbst wenn sie stimmt, ist sie auch nicht so aussagekräftig, weil die Anzahl der Jahre dann nicht so viel aussagt, wie halt die Anzahl. Also bei Jubiläen würde ich empfehlen, eher die Anzahl der Veranstaltungen herauszustellen, weil es mit den Jahren nicht immer stimmt.